Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Hopp! Links antäuschen, rechts vorbei. Wie beim Fußball. No! Okay, langsam geht er mir auf den Sack. Dann schiebe ich den erst nach hier hinten. Ich muss schauen, dass ich den für längere Zeit auf der Linie hier habe. Ach, man. Ei, ei, ei. Ja, fühl dich toll, fühl dich groß. Ich muss schnell genug sein, schnell. Na bitte. Oh, der zerfließt ja in sämtliche Elemente. T-Bag. Oh, man hat noch die Augen gesehen. Wie sie weggespawnt sind. Na gut. Also hier kommt einer raus und hier kommt dann nachher auch einer raus. Also kam. Vergangenheitsform ist er jetzt nicht mehr. Hm. Soweit, so gut. Aber irgendwie fehlt immer noch ein Geheimnis. Ja, und ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, sondern es kommt jetzt noch. Das sieht auch interessant aus. Und runter können wir hier anscheinend auch nicht. Und das ganze Gerausche ist gerade auch ein bisschen sehr laut. Hopp. Und hopp. Komm schon, Bell. Bellecken. Du gehst voraus. So. Jetzt geht der lange Weg nach unten. Ui, und da unten wartet schon jemand. Der geht gerade über den Spielerschalter, nicht wahr? Aber es hat keine Auswirkung. Wow, 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 wow. Nicht fair. Nicht fair. 18 Leben. Nicht fair. Sneaky bastards. I hate them. Ja. Dort ist unser Kollege Butterblume vorhin durchgelaufen. Unser toller Priester. Der Priester der Tipettel. Dieser komischen Alienrasse. So, das Level ist noch nicht vorbei. Das heißt, hier ist wahrscheinlich das letzte Geheimnis versteckt. Holzauge, sei wachsam. Aha, ich sehe dich. Was hast du da oben gemacht? Wahrscheinlich. Och nö. Das heißt, ich komme jetzt doch nicht mehr an das letzte Geheimnis dran. Mist. Ich glaube, ich komme nicht an das letzte Geheimnis dran. Das mit den Gewichten ist sehr interessant. Und wie tief soll es noch gehen? Wir sind doch schon mal 2-3 Kilometer tief gefallen ins Wasser. Wie schnell geht's hier runter und wie tief? Ja, das sieht nach dem Levelende aus. Schade. Ne? Verdammt. Naja. Wir haben 43 Monster getötet. Ja, schöne Anzahl. So. Dann wäre die Stadt jetzt hinter uns gelassen. Teotl. Und jetzt geht es nach Hueka. Falls ich mich richtig erinnere und die Anfangsmap richtig gedeutet habe im ersten Part, dann ist das vielleicht das letzte Level von der Kampagne. Ich werde allerdings auch noch die Costume-Maps machen, die bei The Ball dabei sind. Die werden dann dementsprechend nach der Kampagne kommen.
Was? Ball, Ausrufezeichen, Rad. Ich kann... Was heißt das? Ich muss den Ball vorne dran nehmen. Oder? Hä? Was war das denn jetzt? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist doch eigentlich auch so ein Magnet. Naja, dann halt nicht. Und wie mache ich das jetzt? Oder ich muss den vielleicht dagegen stoßen. Das sieht sogar fast danach aus. Na gut, versuchen wir es mal von dieser Position. Hä? Ist er jetzt fixiert? Ich verstehe nicht, warum der das jetzt erst gemacht hat. Naja. Aber eine interessante Apparatur. Ein Minenfahrzeug. Und zum Aussteigen müssen wir wieder E drücken. Und wenn wir wieder einsteigen wollen, können wir wieder E drücken. Das ist sehr schön. Schaue ich hier direkt mal, ob es hier Geheimnisse gibt. Aber anscheinend nicht. Map, 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 map. Tada. Oh ja. Sehr schön gemacht. Das Level-Design gefällt mir richtig gut. Also Horances haben oder hat richtig gute Arbeit geleistet. Ihr kennt ja auch den Part Easter Egg, wo wir unfreiwillig ein Easter Egg wahrscheinlich von Horances gefunden haben. Wie einen Link. Der zu die große Verheerung ließ die Gestirne erbeben und die Wächter fielen auf die Erde hinab. Sand wurde Glas. Der Himmel erstrahlte im Lichte zweier Sonnen. Sie schützten die Menschen im Innern des gewaltsamen Berges. Hier sollten sie sie lehren. Hier sollte die Menschheit erblühen. Die URL von Horances. Wollte ich nur gesagt haben. Die zweite Sonne. Oh, und die wird jetzt gezeigt. Ui. Schön. Oh nein, und hier kommt es jetzt auch zum großen Showdown. Oder sind die Menschen jetzt wieder so dumm und machen wieder mal alles kaputt, weil sie in den Berg rein wollen? Drei Pfeiler. Mal schauen, was wir hier machen müssen. Haja! Haja! Drüber fahren. Haja! Ach, schade. Dann gehen wir halt mal... Was? Ich kann nicht raus? Ah, doch. Okay, dann gehe ich erstmal zu Fuß weiter und schau mal, was der Pfeil zu bedeuten hat. Geradeaus gehen. Mach ich. Hüpfen, hüpfen. Mit Ball. Dann setzen wir den Ball eben darauf. Und dann gibt es innerhalb des Gebäudes weitere Rätsel. Und weitere Geheimnisse, hoffe ich doch. Und den Ball sollten wir wahrscheinlich auch mitnehmen.
Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht weiter nach unten rollt. Affen. Diese komischen Affen. Warum sind Affen hier unten eigentlich als einzige die Überlebenden? Oder sind die Affen vielleicht die Menschen und die Schriften haben gelogen? Ein Affe, ein Affe. Das war ein Affe. Ein Affe weniger auf dieser Welt. Oh nein, ein Magnet. Gib mich meine Kugel. Oder... plötzlich einfach stehen geblieben. Hä? Wieso bist du plötzlich einfach dahin gefahren? Ui. Ui. Also wenn Stacheln nicht reichen und Lava alleine auch nicht reicht, muss man beides kombinieren. Naja, trotzdem werde ich auf keines von beiden treten wollen. Wow, 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 was? Was? Nein! Was? Uaiaiaiai. Was ist hier denn los? Meine Güte. Ach, einfach mal durchgehen, auf gut Glück. Okay, Zauberer. Das ist eine dumme Idee, glaube ich, aber egal. Das ist die einzige Idee, glaube ich, aber egal. Yay! Ach so, das waren die komischen Viecher. Okay, okay. Verstanden. Hab euch auch lieb. So, hat sich hier jetzt was geändert? Nein. Komm her, Kugel. Ich will doch nur rumkugeln. So. Dorthin mit der Kugel. Dann ist sie genau in dem Spot, in dem ich da drauf springen könnte. Ach, verdammt. Wenn ich mich etwas geschickter anstelle, funktioniert das sogar auch. Ja. Sag ich ja. Und so kriege ich die Kugel hier drüber. Achso, da ist noch ein Ballschalter. Den habe ich gar nicht gesehen. Achso, an den kommen wir auch nicht dran. Double nice. Okay. Das heißt, wir schießen den erstmal rüber, Fragezeichen. Und fragen uns dann, wie wir hier hochkommen. Problema. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das anrichten soll. Und hopp, und wow. Wieso ist da jetzt auf einmal die Blickrichtung so verändert worden? Die Kugel muss ich irgendwie doch hier hinkriegen. Bon gemacht. Vielleicht reicht das ja. Vielleicht ist das der richtige Weg. Ich denke mal, weil eine andere Möglichkeit erschließt sich mir gerade überhaupt nicht. Irgendwas hat gerade die ganze Zeit gerappelt. Naja, jetzt ist das dort hinten aber auf und der Ballschalter kann betätigt werden.